Assalamu alaikum. Alaikum assalam, Effendi. Söhne und Töchter der Wagemut, setzt euch, setzt euch. Vielen Dank. Ich würde mir auch einen Platz machen. Ja, es sind zahlreiche Sitzkissen ausgebreitet, auf denen ihr dann Platz nehmen könnt. Das ist viel besser. Diese Wache vor der Tür, also wirklich. Ist das nun, die Ritter des immerwährenden Kampfes, ja, sie sind zu unserem Schutze da. Wir können ja nicht jeden hereinlassen. Vor allem kein Schwarzmagier wie euch, Abel, mir. Aber ich hoffe, es ist euch gut ergangen. Ja, in der Zwischenzeit schon. Ja, nun. Die Kinder der Reiselust, erzählt. Der klatscht so ein bisschen in die Hände und deutet dann auch so ein bisschen auf den Tisch vor sich, wo ihr zahlreiche Kekse erkennen könnt. Kennen wir den Feuerengine? Bitte? Also wir schon mal nicht. Ja, naja gut, Abelmir und ich, meinte ich. Ob ihr den kennt? Ja, besagte Djinn. Okay. Nein, er hat wohl eine weibliche Form und prickelt und prasselt die ganze Zeit, während er wohl neben diesem Mann mit dem Rauschebart sitzt, Rafik ibn Dahmani, dem Meister der Sulman. Ja, hätte ja sein können, dass es vom flammenden Berg gewesen wäre. Nein. Also, ja, ich würde natürlich erstmal ein paar Komplimente bezüglich der Einrichtung und des großartigen Tees machen. Oh, ich muss sagen, das sind wunderbar weiche Sitzkissen. Oh, und dieser Tee, er schmeckt vorzüglich. Und sind das Preios-Blumenkerne. Ha, ihr wisst genau, wie man einen Gast bewirtet. Oh, wunderbar. Und euer Turban, sehr exquisit. Man fühlt sich in der Tat fast wie zu Hause. Ja, wirklich, dieses Ambiente entschädigt bei Weitem für den etwas ruppigen Empfang. Ruppig? Meine Kinder der Wagemut, es ist schön, dass ihr hier seid. Wir wollen von euren zahlreichen Geschichten hören. Wie gesagt, Oban lässt sich entschuldigen, aber Rafik wusste bereits, dass ihr kommen solltet und ich glaube schon, dass er das ein oder andere mit euch zu besprechen hat. Der nickt nur und zieht an seiner Pfeife. Ihr könnt wohl erkennen, während er an seiner Pfeife zieht, glimmt wohl auch der Feuerdjinn auf. Gleichzeitig mit der Pfeife. Euer Vater hatte uns gesagt, dass ihr gerne mit uns sprechen würdet, wenn wir wieder einmal in der Stadt wären. Was für ein Glück, dass wir euch hier treffen. Nun, wenn ich in Kunchum bin, dann verweile ich selbstverständlich auch an der Seite meines ehemaligen Lehrmeisters. Und, wie läuft die Archenjagd? Ausgezeichnet, möchte ich meinen. Wir haben vor kurzem erst eine große Verwundung beigefügt. Ha. Hervorragend. Tatsächlich. Darf man fragen, welche Rache? Nun die Goldmorgen-Tarantel. Sie wird langfristig permanente Schäden davon tragen. Das ist das Schöne, wenn man mit Genim kämpft. Dabei blickt er dich durchdringend durch. Wir haben eine vernichtet in der Zwischenzeit. Eine Applaus, weitere. Applaus. Oh, ihr müsst mir unbedingt mehr über den Einsatz eurer Genie erzählen. Oh, ich habe so viele Fragen und mich interessiert, wie die Wechselwirkungen an Bord funktionieren. Ich meine, ihr habt sicherlich einige so Exemplare wie diese wunderschöne Flammengenie hier. Aber auf hoher See, nun mit der elementaren Kontraktion des Wassers, das ist doch furchtbar spannend. Wie sich die Elemente gegenseitig in eine Synergie begeben und widerstreben. Oh. Ich bin Branzarusch, knistert sie dich an. Branzarusch, es freut mich, euch kennenzulernen. Ich halte ihr meine Hand entgegen. Ja, sie schlägt auch ein und du bekommst 1W6 Feuerschaden. Alles klar, nehme ich gerne. Rafik zieht weiter an seiner Pfeife, währenddessen kannst du dann auch wohl wieder spüren, wie wieder gleichzeitig Branzarusch einmal aufglimmt und er nickt nur freundlich. Es ist mir eine große Freude, euch kennenzulernen, Branzarusch. Alle Geheimnisse von unserem Zauberschiff werden wir euch auch als Archentöter nicht verraten, aber ihr könnt selbstverständlich unsere Sulman begutachten. Valpo, mein erster Offizier, wird euch führen, wenn die Zeit gekommen ist. Sehr gerne, das ist hervorragend. Hört ihr das? Ja, ich bin mir sicher, wenn ihr das wünscht, könnte ich euch ein oder zwei Hinweise zur Optimierung geben. Nun, wir lehnen dankend ab. Ich verstehe. Nun, man hört ja wahre Wunderdinge von eurem Schiff.
Und eure Erfolge sprechen für sich. Oh, ihr arme Schüler, ihr sagt, ihr habt eine weitere Arche vernichtet? Berichtet, berichtet. Kadil Okerim klatscht wieder in die Hände. Naja, wir sind in die Niederhöllen gegangen und haben sie von dort aus angegriffen. Quasi ihren Anker zerstört. Vielleicht sollten wir ein wenig weiter ausholen, um das Ganze in den richtigen Kontext zu setzen. Oh, ihr Söhne des Details, redet doch bitte etwas mehr. Nun, wir haben alle Zeit der Welt und da solltet ihr doch einen alten Mann wie mich nicht mit Details aussparen. Nun, es stellt sich ja daraus, der Grund, warum auch die Monarchen höherer Generationen ihre daimonidische Natur so konsistent beibehalten können, ist, dass jeder einzelne von ihnen über ihre eigene Essenz mit der entsprechenden Sphäre der Niederhölle verankert ist. Über eine solche kann man also eine Brücke herstellen, um zwischen den Sphären überzutreten. Oh, ihr Ave-Schüler, habt ihr tatsächlich die Sphären durchwandert? Habt ihr sie zerrissen oder habt ihr sie beiseite gestreift? Nun, wir waren leibhaftig dort in den Niederhöhlen, in der Domäne der tiefen Tochter. Nun, aber wie habt ihr die Sphären durchschritten? Sagen wir, wir haben einen vorhandenen Tunnel ausgenutzt. Zudem war uns der Umstand beglückenswert, dass die Niederhöhlen dieser Domäne quasi leergeräumt waren. Vollständig. Oh, seid ihr doch von Hesinde geküsst, dass ihr keinen neuen Weg geschaffen habt, sondern nur einen alten aufgestoßen habt, der bereits existierte. Wir würden es nie auf uns nehmen, das Sphärengefüge weiter zu schädigen. Was das angeht. Und ihr berichtet davon, dass die Niederhöhlen leergefegt waren, erzählt. Nun, zumindest dieser Domäne. Die Umstände, warum dies ist, lassen uns nur vermuten. Wir vermuten es mit dem Wiederauftauchen einer Kreatur, einer Entität namens Bahamut. Die Niederhöhlen liegen anscheinend in Streit mit ihr. Oh, du Sohn der Dummheit, bitte sag denn diesen Namen nicht. Namen haben Macht. Es erscheint jedenfalls so, als hätte... Damit du doch kurz... Diese spezielle Erzdämon sein gesamtes Gewicht in die Waagschale geworfen gegen die Entität, von der der Kapitän sprach, und dem schwarzen Admiral, der wohl mit ihr neuerdings paktiert. Von diesem Krieg in den Niederhöllen haben wir auch schon gehört. Jedenfalls war es uns diesem Umstand zum Glück ein leichtes, über die Verankerung der Wurzelkaiserin in ihre Herzkammer einzudringen und eben jenes zu vernichten. Ich habe mein Messer hineingestoßen und das Herz ist kollabiert. Dann sind wir zurückgegangen, haben noch unsere Freundin Avianda den Niederhöllen entrissen und sie in die 12 göttlichen Paradiese eingeführt, nicht wahr? Über die Wirksamkeit des Zazamotoxin auf Daimonidenherzen könnt ihr sicherlich demnächst im Spiegel der Schwarzmagie lesen. Ich werde einen Blick riskieren. Sagt, habt ihr schon von der Katastrophe von Nersand gehört? Nein. Moment, Ein Brief hat uns erreicht, aber erzählt gerne, vielleicht seid ihr besser informiert als wir. Nun, eine gewaltige Flutwelle hat die Stadt vernichtet. Ihr kennt ihn sicherlich, der Strudel, der sich dort am Rande des Flusses mit dem Meer gebildet hat. Ein Erverteiligtum, was dort verborgen ward, hat den Krieg gegen die Ersäuferin verloren. Darion Paligan hat sich erhoben und hat wohl sein Schiff mit den Elementen vereinigt. Es ist größer geworden und nun, sie sind auf dem Weg an Tobrion vorbei in Richtung Süden. Ihr genaues Ziel kennen wir nicht, aber es ist dort einiges passiert. Das ist in der Tat keine gute Nachricht. Vermutlich planen sie etwas am Unheiligtum von Rolat. Nun, wir brauchen dringend den elementaren Schlüssel des Wassers. Der würde uns helfen an dieser Stelle. Ein weiteres Hilfsmittel wäre, wenn wir die Pforte am Friedhof der Seeschlangen verschließen könnten. Wir waren dort und nun ja, wir haben gewisse Erkenntnisse gesammelt, wie man diese Pforte schließen könnte. Dazu bräuchte ich allerdings eure Expertise und eurer Magister. Oh, ihr Söhne der Wagemut, gut, dass ihr zu uns kommt. Ihr wollt eine Pforte schließen? Wir haben bereits gehört, dass ihr eine Pforte vor Janka geschlossen habt. Die Vesira ja selbst ist anwesend. Diese Pforte ist etwas spezieller. Nun, ich
denke, die Umstände sollten wir vielleicht in einem weiteren Expertenkreis besprechen, weil es ist zu ausführlich und zu langwierig, jetzt hier alles zu erklären. Und leider ist der Erzmagier Rakorium unter Gurnis aufgebrochen. Ich glaube, er weilt in Punin. Er war vor kurzem erst hier, aber er war lange Zeit in Kuntium. Hoffentlich können wir bald mit seiner Expertise erwarten. Ich bin ein großer Freund seiner Arbeit. Ich habe ein signiertes Werk seiner Erstausgabe. Ich muss sagen, er hat einige faszinierende Erkenntnisse auf dem Gebiet der... Nun, Echsenkunde. Ja. In der Tat, er hat da Dinge aufgedeckt. Ich sage es euch, das bringt einen schon zum Nachdenken. Sagen wir so, er ist wahrlich von Hesinde geküsst. In der Tat. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, wir müssen vielleicht wirklich ein paar Pforten schließen. Nun, aber das sollten wir in der Tat vielleicht in kleinerem Kreise besprechen. Nun, eventuell werde ich meinen guten Freund, den Effendi Jelef ibn Yassafar, aufsuchen und ihm eine Nachricht zukommen lassen. Vielleicht kann er uns mit seiner Expertise ebenso beraten. Vielleicht sollten wir ein Plenum aufrufen zu gegebener Zeit hier in Kunchum, wo sich die erfahrensten Experten auf diesem Gebiet nun ja austauschen, wie man diese Pforte schließen könnte. Ich werde meinen Vater verständigen, Robern. Ausgezeichnet. Nun, dann werde ich sämtliche Spektabilitäten einberufen. Ich denke, das ist durchaus angebracht. Nun, die Sulman ist angelegen, ebenso mit ihren sämtlichen Magistern an Bord. Allerdings werden wir auch Kadir Munjid begrüßen können. Der ergraute Magister ist selbstverständlich auch ein Wissenschaftler sondergleichen. Wir haben unseren Bibliothekarius Termujin und nun, sämtliche Genien können wir ebenso befragen, die sich hier befinden. Nun, ich dachte eher an ein Plenum der Gildenmagier, vielleicht andere Spektropäten. Ja, wetet Rakorium und Agonus vielleicht noch vom IAA in Kuslik? Nun, dieses Plenum muss nicht gleich stattfinden, sondern es könnte nun ja in einiger Zeit stattfinden. Nun, dann werden wir selbstverständlich etwas größer ausrufen lassen. Selbstverständlich können uns die Puniner bei einer solchen Sphärologiefrage ebenso behilfreich sein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Puniner wirklich so viel verstehen, wie sie glauben. Und sie pflegen ihre gewissen Vorurteile. Aber nun gut. Nun, wir haben auch von eurem Tribunal dort gehört. Ja, es war demütigend, könnte man sagen. In der Tat, ich war schockiert. Also, wirklich. Aber ich muss sagen, sie haben eine gute Sache gemacht und die Myra vom Flammenden Berg gefragt. Das war eine sehr interessante Auskunft. Sie hat uns berichtet. Mhm. Genau. Nicht wahr, sie ist eine gute Freundin von mir. Nun ja, das steht nicht mein Ausschluss aus der Grauen Gilde hier zum Disput, sondern wie man eine Pforte schließt. Nicht wahr? Nun, ihr Kinder des Wagemuts, selbstverständlich werden wir die anderen einbestellen. Wartet einige Tage, vielleicht werden sie anreisen über den Transversalis. Das wäre eine hervorragende Idee. Hoffen wir, dass man in Punin so etwas wie ein Zeitgefühl entwickelt. Nichtsdestotrotz möchte ich eine weitere Bitte vortragen für mich und für meine Gefährten, wenn sie es wünschen. Könnten wir eure Bibliothek benutzen? Oh, ihr Kinder des Wissens. Selbstverständlich, unter einigen Auflagen. Wir können euch die Bücher, die ihr mögt, gerne herausgeben. Gegen ein Entgelt. Nun, ich dachte, wir studieren diese Bücher hier, aber nun gut. Nun, selbstverständlich, aber die Bibliothek zu betreten für einen Schwarzmagier, der aus der Grauen Gilde, nun, ich kann mich nicht gegen das, gegen die Obrigkeit der Grauen Gilde wenden. Natürlich nicht. Gegen ein Wissen, Entgelt, werdet ihr sicherlich einen Dispenser teilen. Mir und meinem Kollega dort. Nun, selbstverständlich, aber jedes einzelne Buch muss uns teuer bezahlt werden. Immerhin können wir auch nicht von Luft und Liebe leben. Natürlich nicht. Und Papier und Tinte sind schließlich teuer.
So will es Fex. Ja, in der Tat. So will es Fex, nicht wahr? Ich bin ja gewissermaßen per Dispens schon ausgestattet. Ich muss nichts zahlen, oder? Ja, nun, wir würden uns selbstverständlich darüber freuen, wenn ihr bei der Benutzung der Bibliothek eine kleine Spende dalassen würdet. Aber selbstverständlich, das ist doch Ehrensache. Das sehe ich auch so. Nun, aber wie dem auch sei, ich hätte noch eine andere Frage. Mir wurde zugetragen, dass es hier in Konchom eine hervorragende Druckerei gäbe. Nun, selbstverständlich, direkt nebenan. Die Adamantene Presse. Wunderbar. Nun, dann werden wir wohl dorthin noch müssen, nicht wahr, Zulamin? Ja, ich war nicht sicher, ob sie auch profane Aufträge annehmen, aber ihre Versuche, magische Thesen zu drucken, sind weithin bekannt. Und auch wenn sie bislang nicht von Erfolg gekrönt waren, haben sie doch einiges an Aufmerksamkeit erregt. Boah, in Belhanka haben sie das auch versucht. Sie sind auch relativ weit. Vielleicht könnte auch hier eine Synergie geschaffen werden. Aber auf dieses Gebiet verstehe ich mich nicht besonders gut. Aber ist die Druckerei direkt an die Magierakademie angeschlossen oder müssen wir dort separat vorsprechen? Nun, ich kann selbstverständlich im Rahmen der Akademie euch die Druckerei zur Verfügung stellen. Es ist richtig, dass uns bisher die Jalajatschen Druckschriften mit magischen Konnotationen versehen noch nicht ganz geglückt sind. Allerdings lassen sich auch die Edelsteine dazu benutzen, um profane Werke aus Druckstöcken zu vervielfältigen. Die Zorganer Druckerei können wir auf alle Fälle überbieten. Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass wir während unserer Heldentaten leider auch herbe Verluste erleiden mussten. Und daher, naja, hoffen wir mit der Nachricht von der Rettung Avianders und unserer, wie Beutag so schön sagt, Höllenfahrt, neue Freiwillige zu finden. Und natürlich gehen wir auch davon aus, dass die Handelshäuser sich für das Erlegen der Dämonenarche entsprechend erkenntlich zeigen werden, denn sonst, so fürchte ich, wird unsere Mission bald ein unrühmliches Ende infolge von Geldmangel erleiden. Oh, ihr Kinder des Handels, selbstverständlich könnt ihr auch unsere Eleven dazu benutzen, eure Abschriften anfertigen zu lassen. Sie brauchen die Übung. Wenn es sich dabei nur um profane, Auftragsnehmungen handelt, dass ihr nun Aufträge sucht oder Söldner anwerben wollt, so können sie selbstverständlich diese Arbeit auch ohne die Presse benutzen. Nun, dann zeigt ihnen doch am besten einmal, was ihr habt, Boltax, und dann werden wir sehen, ob es in diesem Umfang besser ist, die Presse zu benutzen oder auf die Eleven zurückzugreifen. Ja, wartet einen Moment. Irgendwo habe ich die Zettel doch. Na, hier sind schon einmal die Bilder. Seht ihr, das sind die jeweiligen Bilder für die einzelnen Unterschriften. Und das sind sie. Hier ist einmal der Rohtext, den ich verfasst habe, zu Boltags Höllenfahrt. Nun, wollt ihr ihn hören? Nein. Nun, ihr Kinder der Einfalt, nein, wir wollen diese Texte nicht hören. Wir sind ja selbst keine Söldner, die sich an eurem Bord verdingen wollen. Nun, das ist natürlich richtig. Hier ist jeweils ein das Bild und das beides muss jeweils zusammen und das wird dann hintereinander wie so eine Art Kurzgeschichte geheftet. Nun, ihr wollt jetzt Kurzgeschichtenbände herausgeben, die mit lustigen Bildern für Kinder untermalt sind? Nun, können ja nicht alle lesen, Freund der Einsicht. Ihr müsst sehen, viele von den Söldnern sind nicht so gebildet wie wir Magier, nicht wahr? Und für sie sind die Bilder und für die, die ein wenig lesen können und für die, die gerne Geschichten erzählen, nun, es trägt sich doch in die Welt hinein, nicht wahr? Nun, aber dann tut es doch so wie die Kinder von Konchum und bestellt einen Heimamujim oder aber einen Ausrufer, so wie man bei euch im Mittelreich sagt. Nun, ich denke, worauf er hinaus will, ist, dass eure Zielkundschaft wohl kaum lesen kann.
Nun, das habe ich bereits verstanden. Nun, ihr müsst... Ich meinte ihn. Säubentier nickt mit dem Kopf in Richtung Boltox. Verzeiht, Spektabilität. Ich glaube, es ist immer besser, beides zu haben. Außerdem sind es nur kurze Sätze. Nun, dann lass doch einfach eine kleine Spende für die Eleven da, beziehungsweise für die Akademie. Die Eleven werden dann sämtliche Zeichnungen und Abschriften anfertigen, die ihr mögt. Aber selbstverständlich, wunderbar. Ausgezeichnet, dann lasst uns etwas Zeit und wir bereiten neuen Tee zu, wir lassen neue Kekse bringen und dann wird höchstwahrscheinlich auch schon eine Antwort von der IAA vorliegen. So schnell? Interessant. Unsere Mittel sind nicht so profan wie die euren. O ihr Helden. Ob ich euch wohl darum bitten könnte, eine Nachricht nach Mirham zu übermitteln? Er zieht eine Augenbraue hoch und nickt dann. Ihr könnt wohl kaum von der Hand weisen, dass die Schwarze Gilde einige exzellente Sphärologen beherbergt. Nun, die letzte Seeschlacht, in der Mirham verwickelt war, habe ich noch ganz gut vor Augen. Nun, ihr könnt es dem Konvokatus dann also nicht an Tatkräftigkeit mangeln lassen, nicht wahr? Nun, sie vernichtete damals zur Zeit der sieben Gezeichneten fast die gesamte Schwarzmagierschaft, aber nun, selbstverständlich werde ich in eurem Namen eine Nachricht überbringen lassen. Vielleicht antworten sie ja. Habt Dank. Erwähnt meinen Namen, falls ihr so geneigt seid. Nun, dann lasst uns die Nachricht hier und wir werden sie ebenso übermitteln. Hab vielen Dank. Nun, entspannen wir uns ein wenig und ich würde mal zu einer Wasserpfeife greifen. Keine Ahnung, wenn eine steht. Ja, selbstverständlich. Wasserpfeife, normale Pfeifen und Kekse. Wie gesagt, alles, was das Herz eines Thulamiden begehrt. Und wie laufen die Geschäfte hier in Konchom? Nun, Fex nimmt und Fex gibt. Derweil auf dem Markt bei Diamantis und Rafim. Mira neben euch knurrt leise, als sie den Blick auf einige Löwen richtet, die dort sitzen und so ein bisschen durch einen brennenden Reifen springen, wohl absolut dressiert sind und sich da zum Affen machen, möchte man fast meinen, auch wenn sie Löwen sind. Und die Händler preisen hier wohl auch Sklaven an, die ihr erkennen könnt, irgendwelche Rauschwerke, neuen Pfeifentabak für Diamantis, irgendwelche Zigarren aus Al-Anfa oder auch noch besser aus Kunchum sogar, maraskanische Sachen, irgendwelche Schmuggelwaren, die dann hier gehandelt werden, irgendwelche Tees, die dann hier feil geboten werden, aber auch Tiere, alles was das Herz begehrt. Naja, Diamantis, jetzt müssen wir erstmal euren Scheiß verkaufen, damit wir uns entspannen können, richtig? Ja, wenn wir das hinter uns haben, dann können wir uns hier ein bisschen umsehen und vielleicht auch noch in Erfahrung bringen, wo wir diese Kriegselefanten herbekommen. Ich meine, der Kapitän schien zwar abgeneigt, aber er hat nicht Nein gesagt. Naja, du weißt ja, wie das mit dem Kapitän ist. Der Kapitän muss ja, dass er die erstmal in Aktion erleben. Und dann ist er ganz begeistert, ist ja immer so. So ist es. Na, was für Händler suchst du denn? Ich habe tatsächlich keinen Plan. Wir müssen uns wohl hierbei an einen der Gewürzhändler wenden. Die werden wohl Ahnung haben. Aber wir haben schon eine ganze Menge auf unserem Schiff. Und ich weiß nicht, ob uns hier irgendein Händler, der hinter einem Stand steht, tatsächlich diese Menge auch abkaufen will. Ja, schwierig. Allerdings ist es halt schon eine große Händlerstadt. Wir müssen uns mal durchfragen. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir uns direkt an ein Kontor wenden. Wie hießen diese ganzen thulamidischen Handelshäuser nochmal? Da hat auch der Kapitän immer wieder öfter von gesprochen. Doch, Mani? Ja, du glaubst nicht, hör zu, wenn der Kapitän was sagt. Das ist dein erster Fehler. Ja. Ja, wir können hier ja erstmal ein bisschen nach Dahmani fragen und wenn es der falsche Name ist, dann wird uns das wahrscheinlich auch schnell um die Ohren springen. Ja, okay. Ich würde mal den Blick in Ausschau halten nach dem erstbesten Händler, der Gewürze verkauft.
Ja, du schaust dich ein bisschen um. Teehändler findest du hier eine ganze Menge, aber auch Gewürzhändler, vor allem Maraskaner. Ah, Bruder, Schwester Geretia, kommt ran, kommt ran. Rafim, Rafim, schön, dass du hier bist. Oh, da werde ich erkannt. Das liegt an meinem guten Aussehen. Wenn man irgendwen erkennen kann, an seinem Aussehen erkennen kann, dann dich oder Zulam. Habt ihr schon gehört, dass El Gwine sich sicher ist, dass Fekadir zu dem Sphärenschänder betet? Das ist ja, Und Ononus, die Hausklavin, hat ordentlich Holz vor der Hütte. Aber das habe ich ja schon immer gesagt. Nein. Habt ihr schon gehört, Rafim hat eine neue Waffe? Ja, das haben wir schon gehört. Oh. Naja, was ist denn sonst so passiert? Seeli hat durchsickern lassen, dass Auro hervorragend kocht. Oh, kann man da mal eingeladen werden? Ja, selbstverständlich. Kommt einfach zum Weltentempeldiskus und fragt nach ihm.